Ich stehe hier gerade vor einem Elektroauto. Es wird in letzter Zeit natürlich sehr, sehr viel über Elektroautos gesprochen. Und das Schlimme ist eigentlich, die meisten reden nur. Das heißt, es gibt große Hersteller in Deutschland oder in Europa und ganz viele auch in China und Indien, die natürlich sagen, wir wollen. Was halt die meisten Leute gar nicht wissen, ist, dass es schon jetzt, heute, 2009, nicht nur die Möglichkeit gibt, über Elektroautos zu reden, sondern man kann sie auch kaufen. Ich kann sie aber auch liefern und man kann sie bezahlen. Das heißt, hier haben wir ein Auto, der heißt Mega E-City. City halt, weil er für den Stadtverkehr gedacht ist. Es gibt so eine Statistik, dass 80% aller deutschen Zweitwagenbesitzer am Tag ungefähr 30, 40 Kilometer fahren. Und dafür schmeißen die einen Benzinmotor an oder einen Diesel, was noch schlimmer ist. Weil der ist ja eigentlich für Langstrecken gebaut. Der Knackpunkt ist einfach, es lohnt sich nicht, 1500 Kilo Stahl in Bewegung zu setzen, um 50 oder 70 Kilo Mensch von A nach B zu bringen. Das kann man heute wesentlich schöner machen, ökologischer, ökonomischer mit einem Elektrofahrzeug. Eins wie dieses, was eine Reichweite hat von maximal 80 Kilometer. Hier im bergischen Bereich vielleicht 75. Das Auto hat eine Höchstgeschwindigkeit von 64 Kilometern. Und Sie dürfen, wenn es darum geht, einfach mal über eine Autobahnabfahrt oder irgendwie sowas zu fahren, Sie dürfen es. Das heißt, im Grunde genommen kann dieses Fahrzeug alles das leisten, was die Leute heute mit einem kleinen Verbrenner machen, der allerdings dann wesentlich teurer ist, oder mit dem öffentlichen Nahverkehr oder mit dem Taxi oder mit dem Motorroller. Mein Unternehmen, meine Firma Voltmobile, kann dieses Fahrzeug liefern. Wir können alles, was rund um Elektromobilität ist, liefern, also auch einen Roller, auch ein elektrisches Fahrrad, auch einen kleinen elektrischen LKW, zum Beispiel, um Innenstädte abgasfrei sauber zu machen. Es ist ein 2+2-Sitzer, das heißt, Sie können zwei Erwachsene, zwei Kinder, überhaupt kein Problem. Er hat also 4 Sicherheitsgurte, er ist für 4 Personen zugelassen. Die Rückbank ist übrigens ausnehmbar, das heißt, wenn Sie nicht zu viert unterwegs sind, können Sie natürlich auch ganz, ganz viel Platz schaffen, indem Sie die Rückbank rausnehmen, umlegen, wie auch immer. Das Schöne am Elektromotor ist, der ist eigentlich, wenn ich stehe, immer aus. Das heißt, wenn Sie vor der Ampel stehen, wenn Sie im Stau stehen, steht auch der Motor. Sobald Sie wieder Gas geben, fängt der Motor wieder an. Das heißt also, keine Emissionen im Stau. Fahren Sie mal in die Innenstadt, schauen Sie mal, wenn da 20 Autos in der Schlange vor der roten Ampel stehen, jeder verpestet die Umwelt, jeder verbraucht Öl. Wir wissen alle, Öl ist endlich. Das heißt, wir müssen uns, ob wir wollen oder nicht, langsam damit auseinandersetzen, dass wir in Zukunft mit regenerativen Energien fahren. Ja, und gerade hier am Sitz meiner Firma, mitten im Landschaftsschutzgebiet, ich habe hier unverbaubaren Blick auf diverse Windräder. Hier kann man mit Energie fahren, die vom Wind kommt, die von der Sonne kommt. Dieses Fahrzeug fährt mit Haushaltsstrom. Haushaltsstrom heißt, Sie brauchen nur eine ganz normale Schuko-Steckdose, wo Sie sonst Ihren Staubsauger betreiben oder sonst was. Entweder haben Sie sowas in der Garage, wenn Sie eine Garage haben, oder Sie haben einen Carport. Wenn Sie einen haben, wenn nicht, ich kann Ihnen auch einen Carport liefern, sogar einen mit Solardach. Wenn Sie mit Haushaltsstrom fahren, ja, dann haben Sie ungefähr Kosten 100 Kilometer von 1,40, 1,50. Wir stehen hier vor einem enkeltauglichen Auto, also ein Fahrzeug, was im Grunde genommen in 20 Jahren, in 30 Jahren immer noch fährt. Ich frage immer gerne meine Kundinnen, wie alt ist denn Ihre Waschmaschine? Ja, und wie oft bringen Sie die zur Wartung? Und dann höre ich dann, die sind 10 Jahre alt, die sind 20 Jahre alt. Ja, wie oft waren die zur Inspektion? Gar nicht. Haben wir hier auch einen Elektromotor, verschleißt nicht. Ja, der ist in so und so vielen Jahren immer noch genauso gut wie heute. Das Einzige, was an diesem Auto verschleißt, außer vielleicht mal ein paar Bremsen, ein paar Reifen, Auspuff hat er nicht, Motoröl hat er nicht, Zahnriemen hat er nicht, Keilriemen hat er nicht. Was hier verschleißen kann, ist der Batteriesatz. Damit sind wir eigentlich auch wieder bei einem sehr, sehr wichtigen Thema. Was hat er für Batterien? Dieses Fahrzeug hat AGM-Batterien, das sind Bleigel-Batterien. Sie müssen also kein Wasser nachfüllen oder irgendwas, aber es ist eine Bleibatterie. Die funktionieren. Die funktionieren seit ewigen Zeiten ohne Probleme. Da explodiert nichts, da fliegt nichts auseinander. Das ist völlig in Ordnung. Gerade diese Batterien, also Thema Bleibatterien, die haben ja keinen Memory-Effekt. Das heißt also, Sie könnten auch jederzeit nachladen. Wenn Sie jetzt nur mal zum Brötchen holen gefahren sind, 3, 4, 5 Kilometer, sofort wieder eine Steckdose, ist das Auto in 5 Minuten wieder voll. Dieses Auto wiegt 750 Kilo, so wie es hier steht. Davon sind 350 Kilo das Gewicht der Bleibatterien.
Ja, jetzt reden wir mal über Kosten. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir 1,20 Euro, 30, 40, je nachdem, welchen Stromtarif man hat, zahlen muss an Energie, um 100 Kilometer weit elektrisch zu fahren. Grundsätzlich kommt hinzu, Elektroautos sind 5 Jahre steuerbefreit. Das heißt also, sie zahlen ja zunächst mal gar keine Kraftfahrzeugsteuer. Wenn die 5 Jahre rum sind, gibt es einen Mindestsatz, der liegt irgendwo, ich sage jetzt mal bei 30 Euro. Wir haben hier an Versicherungen von verschiedenen Anbietern Sondertarife für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Vollkasko plus Teilkasko plus Haftpflicht ungefähr 150, 160 Euro im Jahr. Das heißt also, je nachdem, zu welchem Versicherer Sie gehen, Sie werden also überall feststellen, Sie liegen versicherungstechnisch in der Größenordnung von einem besseren Motorroller. Dieses Fahrzeug kostet 17.950 Euro. Das heißt, es ist ungefähr 6.000 Euro teurer als ein vergleichbarer Verbrenner, wenn Sie jetzt andere kleine Autos in den Maßen ungefähr nehmen. Nur, wenn Sie das jetzt gegenrechnen mit den Kostenvorteilen, über die wir gerade sprachen, das heißt also die Inspektionen, die im Grunde genommen nicht anfallen, die geringeren Energiekosten, die Sie haben pro 100 Kilometer, keine Steuern, die entsprechenden günstigeren Versicherungskosten, am Strich wird Sie Autofahren elektrisch immer billiger kommen oder günstiger kommen, als wenn Sie es mit einem Verbrennungsmotor machen. Die andere Geschichte ist natürlich, Sie müssen ihn ja gar nicht kaufen. Sie können ihn bei mir leasen, Sie können ihn bei mir finanzieren. Das heißt, ich kann Ihnen genauso wie alle anderen Autohersteller auch entsprechende Leasing- oder Finanzierungsraten machen. Natürlich gibt es, auch das finden Sie an anderer Stelle auf meiner Homepage, die Möglichkeit des Carsharing. Einen Carsharer, der sehr, sehr innovativ ist, der als erster im Grunde genommen in Deutschland in sein Carsharing-Programm auch Elektrofahrzeuge reingenommen hat. Das ist die Firma Drive Carsharing. Aber wenn es um den reinen Stadtbereich geht, wenn es um den reinen Nahbereich geht, ist der Mega E-City einfach mit 17.950 Euro immer noch halb so teuer oder weniger als halb so teuer wie ein vergleichbares Fahrzeug, was von anderen deutschen oder europäischen Herstellern kommen wird. Insofern denke ich mal, günstiger, besser geht es im Moment wirklich nicht.